Mein Name ist Ingo Glaser, ich arbeite bei der Thüringer Allgemeine und bei der Zeitung schon seit 1988. 88, ja genau. Ich war einer, darf ja sogar sagen, einer der Ersten, wenn nicht sogar der Erste, der ohne das legendäre Studium, der DDR-Journalistikstudium zur Zeitung kommen durfte. Naja, die große Veränderung, eigentlich gab es nur eine große Veränderung, zumindest in den ersten Jahren, und das war eben die Wende, wie es heutzutage heißt, weil Journalismus in seinen Grundprinzipien im Grunde genommen, ich will nicht sagen überall, aber war damals und heute ja gleich. Man musste recherchieren, man musste Leute befragen, man musste Informationen einholen. Und das dann sich Themen ausdenken, Themen sehen und finden, entdecken und das dann so aufschreiben, dass es den Leuten auch noch Spaß macht, dass sie es lesen, dass sie es lesen wollen. Und heutzutage ganz wichtig, dass sie dafür auch Geld bezahlen. Auch das ist genauso wie heute. Man muss eben sich entweder ein Thema ausdenken und dann halt überlegen, wer kann mir dafür was erzählen. Weil ich habe eben zum Beispiel, und das hätte eben genauso gut vor 40 Jahren sein können, mit einem Veterinärarzt gesprochen, also mit einem Tierarzt wegen der Rassehundeausstellung. Und das kann ich ja nicht wissen, so Sachen. Ne? Ich habe zwar einen Hund neuerdings, aber man muss sich eben Leute suchen, die was zu dem Thema sagen können. Wo man weiß, die haben Ahnung. Und man kann sich darauf verlassen, dass das stimmt. Das ist ja das Grundprinzip im Journalismus. Man kann heutzutage nahezu alle schreiben, was man will, aber es muss stimmen. Und das ist ja eben, das unterscheidet ja unseren Journalismus von dem bei Instagram, Facebook und Twitter. Wir saßen ja also im Zeitungshochhaus am Ring. Das kennen ja auch viele, die nicht aus Erfurt sind, weil es ja doch ein sehr, sehr imposantes Gebäude war oder ist. Naja, war. Da hatte die Redaktion die oberen Etagen und man saß halt, wenn man Chef war, alleine oder eben zu zweit, zu dritt oder dann auch, ich glaube, viel mehr waren es nicht, in seinen Büros, damals noch mit Schreibmaschine, Telefon hatten wir auch schon und hatte in Bergen von Papier, weil die wenigsten Journalisten sind ordentliche Menschen, die meisten brauchen diese kreative Unordnung. Und hat er also sein Zeug, wo man auch dann sofort im Stoff wieder drin ist und in so einer Arbeitsatmosphäre drin ist. Und das sieht heute genauso aus wie früher, mit dem einzigen Unterschied, dass es ja vor ein paar Jahren Mode wurde, Großraumbüros einzurichten, dass also in der Regel viele Menschen in einem großen Raum sitzen, wo es ein bisschen lauter war als früher oder ist. Aber heutzutage durch Corona ist ja 80% der Redaktion im Homeoffice und arbeitet verstreut zwischen Ernst-Roder und Nordhausen oder wo auch immer, und konferiert über Internet. Nun, einer meiner engsten Kollegen schon damals, dem ich so eigentlich auch zu verdanken habe, dass ich zur Zeitung gekommen bin, sitzt hinter euch, das ist mein Freund Hanno Müller. Ich war bei der Betriebszeitung, da hatte ich angefangen nach der Lehre, und auf einer Jugendzugsreise haben wir uns kennengelernt, und dann hatte sich das so ergeben. Mein Vater war nicht ganz unbeteiligt, der hat damals auch für die Zeitung geschrieben, sollte ein Thema bearbeiten, hat es aber nicht so richtig geschafft. Und dann hat er mich gefragt und die Chefs dort gefragt und dann durfte ich das machen und das war vielleicht nicht ganz so schlecht. Und dann hatten sich dann schon, eigentlich kann man das ja fast als Vorläufer nehmen, weil um normalerweise in der DDR ein Journalist zu werden, musste man schon dieses Studium, ne, in Leipzig machen und da studieren und das könnte man ja fast als erstes Zeichen der Lockerung sehen, dass ich dann eben irgendwann anfangen konnte, ohne dieses Studium gemacht zu haben. Ich hatte dann später nach der Wende nochmal ein Fernstudium gemacht. Aber das könnte man ja fast so deuten, dass das schon die ersten Zeichen waren, dass da vielleicht was geht. Na, das ist ja der Kern der Geschichte. Unausgesprochen gab es die, aber ich kann mich nicht erinnern, dass das irgendwo stand oder mal gesagt wurde. Das ist ja, im Prinzip ist das ja die Krux der ganzen DDR gewesen. Also
dass man von vorne in allen möglichen Bereichen des Lebens wusste, was man machen durfte und was nicht. Also in den Jahren, wo ich noch bei der DDR-Zeitung war sozusagen, oder wo es noch die DDR-Zeitung war, also ich kann mich nicht an einmal erinnern, dass irgendeinem Kollegen irgendwas gestrichen wurde. Zensur sozusagen. Weil jeder genau wusste, wie weit man gehen konnte, ohne dass es Ärger gab. Und so hat ja auch die ganze DDR funktioniert. Das bis auf die sich eben dagegen aufgelehnt hatten und das auch auf unschönste Weise zu spüren bekamen, bis hin zu Gefängnis und Ausreise und alles sowas, also Ausbürgerung. Dieser blöde Satz, haben sich alle damit arrangiert. Deswegen hat es ja funktioniert. Und im Prinzip kann man das auch dem DDR-Journalismus zugrunde legen. Alle wussten, was geht und was nicht geht und haben sich dran gehalten und haben trotzdem, es gab ja neben den politischen Tageszeitungen auch jede Menge Unterhaltungszeitschriften. Das hat ja also das war eigentlich alles grau, sondern auch vieles bunt. Das war durchaus heikel, ja, da gibt es, es wurden vorrangig, naja, ich will mal so sagen. Also ich hatte ja auch das Glück, gemeinsam mit meinem Kollegen in einer Abteilung zu arbeiten, es war zwar in der DDR alles politisch, aber die relativ unpolitisch war, nämlich die Wocheneinbahnlage. Da hatten wir das große Privileg und wöchentliche Vergnügen über wirklich die angenehmen und schönen Dinge des Lebens zu schreiben, über Leute, die irgendwas restauriert haben oder ein tolles Museum oder ein altes Handwerk oder also irgendwas Nettes. Also mit Politik in diesem Sinne kamen wir glücklicherweise relativ wenig in Kontakt. Die Kollegen, die sich tatsächlich dann mit den interviewt wurden, dann ja vorzugsweise, naja, ich glaube, da muss man schon sagen, hauptsächlich ausgewählte Arbeiter und Bauern und Produktive, die also einen guten Leumund hatten, wie man so sagt. Ja, es gab mal ein ganz großes Theater, als jemand mehr oder weniger frei einen Menschen in der Zeitung vorstellte, wo dann später rauskam, der hat einen Ausreiseantrag gestellt. Das war dann nicht schön für ihn. Aber wie gesagt, so eine Geschichten waren dann schon, denke ich mal, gesteuert, dass man da keine falschen Leute in der Zeitung. Naja, sicher, weil ich erinnere mich, dass mein Kollege Herr Müller mal ganz, schon ein bisschen erbost von einem Termin wiederkam und ihm sagte, dass er halt, ich kann mich tatsächlich daran erinnern, und sagte eben, dass er ihm erzählt habe, dass eigentlich seine größte Sorge nicht der Weltfrieden ist, sondern dass er keinen Kotflügel für seinen Trabant bekommt. Und das konnte man eben so nicht schreiben. Heute können sie schreiben. Ja, also man muss schon so sagen, also heute kann man eigentlich in der Regel, wie ich vorhin schon sagte, einfach so schreiben, wie es ist und alles, was man möchte, aber es muss stimmen und muss natürlich auch den anderen Grundsätzen genügen, also sinistisch, rassistisch und alles sowas. Also so. Aber das Vertrauen der Leute tatsächlich auch in den DDR-Journalismus war schon groß. Es ist ja nicht so, obwohl sie alle die Zeitung kannten und wussten, wie sie aussieht und wie die so zustande kommt. Es ist ja nicht so, dass wenn sie irgendwo hingekommen sind, dass sie da irgendwie komisch angeguckt wurden oder abschätzig behandelt wurden oder irgendwas. Nein, die Leute haben sich in der Regel auch gefreut und haben ihnen auch mehr erzählt, als in der Zeitung stehen konnte. Das wussten aber beide Seiten. Also sowohl ne, der Mensch, der sagte dann, naja, aber der schreibt sie nicht. Und man wusste sowieso, dass man das nicht schreiben konnte. Weil dann wäre man vielleicht nächste Woche nicht mehr da gewesen. Also zwar schon noch da, aber nicht mehr an dem Schreibtisch. Und das wollte man ja auch nicht. Aber wie gesagt, so hat ja die ganze DDR funktioniert. Naja, das hängt letzten Endes damit zusammen, dass uns das Gebäude ja nicht gehörte. Das gehörte ja der Treuhand, das war ja diese, oder der Zentrak, das war der große Pressebetrieb der DDR sozusagen. So wie es ja in der Wirtschaft die Kombinate und Betriebe gab, ne, von den ganzen Druckereien, Flager hieß das, da war der Überbegriff Zentrak, hieß das. Müsste man mal googeln, was das eigentlich heißt. Und das gehörte uns ja nicht. Und als wir uns dann selbstständig, unabhängig gemacht hatten, stand über kurz oder lang zum einen eben die Frage, was damit ist. Ich glaube, die
Das ging ja dann in die Treuhand über. Die wollten es, glaube ich, anfangs auch nicht verkaufen. Da wollten sie irgendwie wahnsinnig viel Geld dafür, wenn ich mich recht erinnere. Dazu kam aber, dass zum Beispiel die Druckerei, die daneben stand, naja, die war einfach runter. Das war einfach ein uraltes Gebäude durch die Erschütterung der Druckmaschinen. Das ist ja jetzt auch bei unserer Druckerei in Windersleben so gewesen, dass einfach durch die nächtliche Erschütterung dieser tonnenschweren Maschine erzittert ja auch das Gebäude in seinen Grundfesten. Also die war auch rum und auch durch die Druckerfarbe, das Öl, das war also auch tatsächlich auch eine Art Sondermüll, wie man heutzutage so sagt. Und das, wenn ich mich recht erinnere, war das Hochhaus sogar, spielte irgendwie der Begriff Asbest irgendwie eine Rolle, was heute auch nicht mehr geht. Also das war auch von der Bausubstanz schwierig. Dazu kommt, es war einfach, also man hätte es wirklich tatsächlich kernsanieren müssen, was also ein Wahnsinnsbetrag wäre, mitten in der Stadt, mit vielen Auflagen hin und her, hast du nicht gesehen. Dazu kam, das war natürlich für uns schön mitten in der Stadt. Ein Trauerspiel war natürlich, wenn man zur Arbeit kam und irgendwie parken musste. Weil, wir kennen das ja, da ist ja weit und breit kein normaler Parkplatz. Und von daher kam relativ schnell die Entscheidung, zumal auch absehbar war, dass der Platz einfach nicht mehr reichen würde, kam dann relativ schnell die Entscheidung, dort oben in Erfurt-Bindersleben hinter dem Flughafen mein neues Druck- und Verlagshaus zu bauen. Es ist natürlich schade, weil es auch so ein Symbol war und alles, aber irgendwann ist es eben auch... alles hat seine Zeit, wie der Volksmund so sagt.